Hallo und willkommen bei Garten und Hühnerliebe. Heute möchte ich euch ein schnelles Rezept zeigen, ein einfaches Rezept für Kürbis. In dem Fall nehme ich den Hokkaido-Kürbis und ich kann nur sagen, es schmeckt wirklich total lecker. Ich halte das Video kurz und es ist echt simpel, das zu machen. Es ist einfach. Heute zeige ich euch ein schnelles, einfaches Rezept für Hokkaido-Kürbis. Wer bis jetzt noch keinen Kürbis mochte, als Suppe oder so, probiert es aus. Es ist super lecker. Ich bin normalerweise kein Kürbis-Fan, aber das schmeckt richtig gut. Also, ihr braucht einen Hokkaido-Kürbis. Den tut ihr dann entkernen. So, ihr seht, der Hokkaido ist entkernt. Das habe ich mit einem großen Esslöffel gemacht. Das geht sehr schnell und einfach. Jetzt muss der Stiel da noch raus. Die Schale bleibt dran. Der wird in 2 bis 3 cm Stücke geschnitten. Der Kürbis ist geschnitten in ungefähr 2 bis 3 cm breite Stücke. Dann wird er hier in diesem Ölgemisch damit eingeschmiert. Da drin, das sind 150 ml Öl. 3 Knoblauchzehen sind da drin, klein geschnitten. Dann habe ich da 2 Teelöffel Paprikapulver, rosenscharf drin. Und 2 Teelöffel Majoran. Und entweder 1 Esslöffel Currypaste oder ich habe zum Beispiel genommen 1 Esslöffel Currypulver. Ja, da könnt ihr auch ein bisschen variieren. Und Salz natürlich. So, damit da tunke ich den gleich ein, den Kürbis. Die Kürbisstücke. Wer es besonders geschmacksintensiv mag, kann den Kürbis auch über Nacht in diesem Ölgewürzmisch liegen lassen. Und danach kommt der Kürbis in eine Auflaufform oder wie ich das hier habe, in so einer Form. Das Öl dann mit rein. So, der Hokkaido ist da drin. Ja, musste ich noch ein bisschen stapeln, weil die Form jetzt ein bisschen zu klein ist. Aber es macht nichts. So. Jetzt gieße ich das Öl noch ein bisschen darüber. Alles. Und jetzt geht's ab in den Ofen für 25 Minuten. 200 Grad. Der Hokkaido ist schon fertig. Noch 25 Minuten im Backofen. Das riecht sehr, sehr lecker. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch guten Appetit. Und schreibt mir mal in den Kommentaren, ob es euch gut geschmeckt hat. Das würde mich sehr interessieren. Weil, wie gesagt, ich war bis jetzt kein Kürbis-Fan. Aber das schmeckt mir so gut. Und mich würde es interessieren, ob euch das auch gut schmeckt. Dann sage ich mal Tschüss. Und bis bald. Tschüss.